Das nehme ich jetzt einfach mal so auf, wen es interessiert, weil ich das immer wieder anspreche. Ich mache jetzt überhaupt keine Einleitung, sondern ich steige total einmal ein. Diese Kamera Obscura spreche ich so oft an. Die können wir jetzt rein einmal, ich benutze mal das Wort mechanisch, uns ausdenken, diese klassische Erklärung der Naturwissenschaft, die extrem fehlerhaft sind. Da geht es zuerst einmal um Spiegelungen, dass ich immer wieder, wenn du dir die zwei Kästen vorstellst, ist jetzt zuerst einmal eine Kiste, die Kamera und ein Außen von der Kamera. Das Spiegel ist jetzt zuerst einmal, dass das Außen eigentlich innen ist, weil obskur heißt das Finsternis. Wir schauen uns das gleich genauer an, das ist Krishna. Und jetzt musst du dieses, zuerst einmal, du kannst die Seiten immer austauschen. Die Richtung und die Kehrseite kannst du austauschen. Mein Musterbeispiel war sehr schön, ist bei dem letzten, bei dem vorhergehenden Selbstgespräch nicht chronologisch denken, hierarchisch denken. Da sage ich zum einen immer, dass in der klassischen Ebene Gott ganz oben ist. Der Oberste, der Erste ist ganz oben an der Spitze. Das ist das Beispiel. Das heißt, wir denken uns jetzt ganz, ganz oben, bis ins Unendliche, da ist Gott, ganz oben. Und das kann man aber umdrehen, wenn man diese El Hayom, Gott im Meer, dann kriegen wir die Tiefe. Darum habe ich unter meinem Christuszeichen hier diese Tiefe. Es ist so tief, so unendlich tief. Und diese zwei Sachen sind eigentlich im Kreis, hängen nur auf der anderen Seite gespiegelt zusammen. Zusammen, genau. Jetzt nicht verstehen, nimm es einfach so. Das heißt, du kannst die Extreme immer austauschen, das ist nur gespiegelt. Und genauso ist es, wir haben in der Physik das schwarze Loch, wo alles zusammenfällt in einem Punkt, die Finsternis, die kann ich jetzt positiv und negativ lesen. Wenn ich das jetzt nämlich anschaue, und das schauen wir uns jetzt gleich einmal an, wenn wir uns die Kamera Obscura erklären. Ton brauche ich keinen, den kann ich weglassen. Das heißt, wenn ich also hier jetzt die klassische Finsternis nehme und dann haben wir das weiße Loch in der Physik, wir bleiben mal bei der Kamera zuerst, das habe ich ja schon zigfach gezeigt. Da denken wir mal an die Kiste, ich rede immer wieder, wenn du in der Kiste hineinschaust. Das kommt aus dem Griechischen, das können wir ins Griechische dann auch nochmal genauer anschauen. Eigentlich heißt hier die Kamera nicht eine Kammer, was ja unser Wort im ersten Moment illusioniert, sondern ein G-Quadratwölbe, ein Gewölbe. Es wölbt sich aus dir was raus und dieses Gewölbe ist eine gewölbte, geöffnete Ecke. So, und jetzt denkst du dir wieder die zwei Seiten, schau das kleine Bild an, vor dir, diese Ecke, in die du hineinschaust, ich habe es ja mit den Ecken, ist letztens selbst in dem Vorhergehen habe ich gesagt, dass das diese zwei Seiten, diese, denkst du dir, das sind zwei Spiegel und das ist wie wenn ich jetzt das gespiegelt sagt plus und minus, plus 5, minus 5. Diese Welle, wenn ich das so darstelle und jetzt diese zwei Seiten, ist wie wenn wir ein Buch aufschlagen, wir sagen jetzt diese zwei Seiten, das sind die zwei Monitore von einer VR-Brille. Die zwei Augen. Und die erzeugen jetzt vor dir, wölbt sich jetzt dein Gesichtsfeld heraus. Das heißt, du schaust in eine illusionäre Tiefe, die aufgrund der zwei Flächen gar nicht da außen existieren. Genau. Und jetzt haben wir da schon wieder ganz interessant, wie all. All wissen wir doppelt aufgespannt. W und all ist hochheben, ein Joch. Jetzt kriegst du schon eine Gedankenwelt und das passiert in einer geöffneten Ecke. Und jeder Augenblick ist das dann meine geöffnete Ecke. Dann spreche ich diese zwei Seiten an. Und zwar sind es Geburten im Meer. Wir müssen das Meer plus E-Quadrat schreiben. Das sind die Geburten im Meer und die passieren immer hier und jetzt. Ganz Mehr ist nicht. interessant. Und jetzt kriegst du hier was ganz Eigenartiges. Ich habe dir gesagt, man müsste sich das alles etwas genauer anschauen. Ein Raum mit Steinbögen. Diese Steinböden, ganz interessant, das ist das Lateinische, dieses La, auseinandergeschmissenes Pi. Jo. Lapides. Interessant, da kommt also hier, machen wir ganz kurz für euch. Das ist ja hier steinert, versteinert, es wird fest. Bild, Bild, Bild. Und das Genau. ist das dritte Element. Wir haben es doch hier gehabt mit dem Mendeleischen Periodensystem. Jetzt muss man wissen, dass der Stein im Hebräischen, der spricht sich eben aus. Elef, B, Nun. Eben. Jetzt kriegst du schon deine Wasserlinie. Das ist der Stein, aber interessant, der besteht zum einen aus Ab, das ist der Vater rot gelesen und Ben der Sohn. Ich kann das auch blau lesen, dann kriege ich hier jetzt erst einmal das Be Ab, Af,
aufblühen, mit W gesprochen, mit einem W ausgesprochen, ja. Das B wird ja auch W ausgesprochen, auf und wenn die polare Existenz. Ja. Du merkst, was die Physik da dahinter hängt. Wir haben absolut. Nur ganz, ganz wenig, ein kleines hier reingeschaut, nochmal, da kann man 400 Seitenbuch aus jedem Ding machen. Interessant ist, das ist jetzt hier, die Kamera ist eine tragbare Barke. Was ist eigentlich eine Barke? Über der bei hochgehender, hoch, wir sind wieder aufsteigend. Im Geist ist eine Eheexistenz, die generiert wird. Das ist eine ständige Ehe zwischen Wellenberg und Wellendal. Du nennst jetzt hell und dunkel, einatmen, ausatmen, aufgrund unbewussten chronologischen Denkens, nennst du das vorher und nachher. Das hat aber nichts mit vorher und nachher zu tun. Im Einheitskreis sind die Wellenberg und das Wellendal, was du gedachterweise, weil das in deinem kaputt hast du auf Lateinisch Kopf, in deinem kaputt geht, zerbricht. Zu fallen, was reißt du das auseinander? Die See magst du E-Quadrat, Bewusstsein ist E-Quadrat, das bin ich und du. Entsteht ein gewölbtes Bretterdach, BR ist das äußere, E ist die Zeitpunkte in einer Reihe. In einer Reihe. BR, die polaren Berechnungen sind Zeitpunkte, zack, 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 zack. Zack. Ja. DR in einer Reihe, in einer gespiegelten Welt in einer Reihe und Dach wieder ist wieder GG, GAC 33, die Wellen. Du kommst aus dem System nicht raus, wenn du es jetzt nicht kannst, ist wie wenn du eine physikalische Formel von der Quantenmechanik anschaust oder die Schrödinger-Gleichung anschaust, sagst, ich habe da keine Ahnung. Das ist ja vollkommen okay, du musst es ja nicht wissen. Aber dann halt doch bitte deinen dummen Mund und misch dich nicht überall nach, indem du irgendeine einseitige Scheiße nachäffst und die rechthaberisch vertrittst. Ja. Es ist nicht schlecht, wenn man sich bewusst wird, dass man eigentlich überhaupt nichts weiß. Genau. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist der höchste Stand. Und all das, was ich weiß, wird mir jetzt bewusst, habe ich geistlos irgendwas von geistlosen Affen nachgeäfft. So ist es. Ich wünsche mir, dass du jetzt selber anfängst zu denken. Und dann kommt das, was ich gerade im Moment, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, gerade im Moment reingestellt habe, nochmal erweitert habe hier die Einträge in unseren Chat. Mhm. Da war das erste Mal, jetzt muss ich doch ganz kurz das Ding einschalten. Mhm. Kleinen Moment. Ups. Ja. Das ist jetzt aber eine Umschalterei, das muss jetzt aber sein. Ich habe gemeint, ich brauche keinen Ton. Habe ich ja nicht vorgehabt. So, jetzt schauen wir das uns ganz kurz einmal an. Da gehe ich jetzt ganz kurz drauf ein. Ich mache hier um 8.18 Uhr. Wohlgemerkt jetzt eine Kollektion des Ich. Ja. Selbst die Uhrzeiten. Ich sage, es ist ja alles jetzt. Das sind Adressen. Mache ich einen kleinen Auszug und zwar die 69. Es geht um die 69. Das heißt einmal Abberung und Abtrünniger. Ich habe jetzt absichtlich hier das Ab zweimal, weil Ab, wissen wir, haben wir gerade gehabt, heißt zum einen fordern, zum anderen heißt es aufblühen. Ja. Ich will damit sagen, dass in dir eine Irrung aufblüht, etwas ein Irrsinn aufblüht und alles, was du dir ausdenkst, ist abdrünnig aus dem Vorder, ist eine Reihe, seine Reihe, besteht immer aus zwei intellektuelle Reisende. Gerl. Gehe jetzt nicht ins Detail. Was hier wichtig ist, ich habe jetzt nur den blauen Wert einmal angezeigt. Und mir, wenn wir das Rot-Blau lesen, ist das erste Mal Rot, ist das absolute Bewusstsein im Reih. Das ist übrigens, wenn wir das als 69, 6, 9 lesen, 69 lesen, da kriegst du, wenn du das zusammensetzt, die 15 und 15 ist ja, ist Gott. Schon gemacht. 69 ist ohne 15, du schiebst zusammen. 15 ist dann 10, 5 ist ja und das ist das Kurzwort für Gott und das ist das absolute Bewusstsein, dieser Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel, der Punkt im Mittelpunkt. Blau gelesen ist es ein ausgedachtes, raumzeitlich wahrgenommene Spiegelung. Das heißt, ich, 10, 8, rot gelesen jetzt, wird zu einer 69. Und das sind die Gedankenwellen. Ich werde zu einer 69. Das heißt, das sind die raumzeitlichen Spiegelungen eines fragmentierten Geistes. Du bist in deinem kaputt, lateinisch gelesen, kaputt gegangen. Und da kommt dann von den kaputt, kommt auch das Kapital, das todbringende Verbrechen. Und das ist einmal das Erste, das steht jetzt hier, wir sind Protagonisten eines Traums
Und diese Protagonisten, die wir Brösel, sind nur vergänglichen Erscheinungen in mir selbst. Alles, egal ob ich an mich denke oder an irgendeinen anderen denke, ich bin genauso eine Information, eine vergängliche Erscheinung, ein Protagonist oder Antagonist in einem Traum. Und vergängliche Erscheinungen können den ewigen Geist nicht verstehen. Versuch nicht, an Gedanken zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Versuch einmal, deiner rechten Hand zu erklären, wenn du die auf und zu machst, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht. Versuch einmal, deinem Gehirn zu erklären, dass du derjenige bist, der jetzt sich ein Gehirn ausdenkt und sagt, das bin ich, wenn du noch materialistisch programmiert bist. Schau, und jetzt habe ich hier Startpunkt 1269. 12 kann ich jetzt AB lesen. 1, ja. 2. Das Aufblühen der 69. Ja. Kann ich jetzt genauso hier auch Buchstaben einsetzen. Ich kann jetzt zum Beispiel 1, 8 lesen, kann ich ich sagen. Das ist nämlich der erste und der achte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Genau. Ich werde zu einer 69, die sieht schon interessant aus, die auf dem Kopf stehende gespiegelte 9. So, das war jetzt diese kleine Stelle und jetzt habe ich da nochmal ein paar 69er. Lass dich mal überraschen, da gibt es natürlich wesentlich mehr. Das heißt, schütteln, hin und her bewegen, siehe eine intellektuelle Öffnung, schwanken und sich hin und her bewegen. Aber von wo nach wo bewegst du dich eigentlich in deinem Kopf? Wenn du nur deine eigenen Informationen zu sehen bekommst, du Geist bist ein träumender Geist, von wo nach wo bewegst du dich eigentlich, wenn du träumst, dass du zum Einkaufen gehst oder in Urlaub fährst? Wenn du doch nur in der Transversalen hier und jetzt deine Informationen austauschst. Ja. Das ist eigentlich ein Umfließen, Umgehen, Umkreisen. Das ist das, was ich hier als Welle, schau das kleine Bild an, ja, mache. Das ist ein sich ständiges Drehen, Umdrehen, Wandeln und sich um sich herum ringsum aufstellen. Mhm. Egal, wo du dir was hindenkst, räumlich wie zeitlich, es kommt aus dir und fällt wieder mit dem nächsten Gedanken in dich rein. Ein Rollen, ein Wälzen, das ist die 69, alles 69er wurde. Ganz interessant hier. Das sind übrigens Bibelstellen, das kannst du dann raussuchen mitten in der Nacht. Mhm. Sie Unzucht, Hurerei treiben, sie werden herumhuren in Sodom und Gomorra. Die ganzen Figuren in deinem Traum sind so unendlich verlogen, ob das Ärzte sind, ob das. Die wissen das aber nicht. Keine Schuldzuweisung. Mhm. Dir muss das auffallen. Viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Oder Macht haben wollen oder bewundert werden wollen. Das ist doch das Einzige. Es geht doch um nichts mehr anders. Die ganzen Influencer. Das ist doch ein Produkt dieser Gesellschaft. Keine Schuldzuweisung. Vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Aber jetzt haben wir natürlich auch eine rote 69, das ist der Prophet der Seher. Und der das bewusst sich ausdenkt. Wir, ich und du, ließen es kommen und führten uns dann selbst hinein. Wir führten uns hinein, aber wohin? Das können wir jetzt ganz rot machen, wieder zurück in das Innerste oder in diese Traumwelt hinein. Wir sind doch diejenigen, die das alles herbeibrachten. BR, das Äußere. Bara, das, ja, Schöpfen von Jedi, von Schrecken. Ja. Wir schöpfen aus uns diese kollektiven Erscheinungen, was eigentlich Schinnerecken sind, Schrecken. Wir führen uns doch in den ganzen Schreck, den wir uns selber einreden. Stimmt oder stimmt? Interessant, die 69 sind auch die Illusionen, das sind doch unsere logischen Ecken. Genau so. Jetzt kommt die Sache, was ist eine Illusion? Ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen. Eine tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen. Und in irregulären Mustern werden scheinbare Gesichter erkennbar. Das ist, wenn du eine Zeitung liest. Das habe ich tausendmal durchgekaut. Das ist Maya. Ja. In dem Hinduistischen. Jetzt haben wir hier was ganz Interessantes. Amanesis. Die Anamnesis, das ist zu Deutsch Erinnerung, ich habe das roh geschrieben, ist ein zentrales Konzept im Platons Erkenntnistheorie der Seelenlehre, SE ist E Quadrat. Mhm. Immer dran denken, E Quadrat ist die Energie in der Einstein-Formel, das ist das Bewusstsein. Bewusstsein ist diese Energie, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, das ist ein träumender Geist. Ja. Darum kann diese Energie nicht vernichtet werden, weil willst du einen träumenden Geist, der ein nicht denkbares Nichts ist, das sich nicht verändert? Was sich verändert, sind deine Informationen, deine Gedankenwelt, aber nicht der, der immer ist.
Das habe ich vor dem Einschalten der Aufnahme zu dir gesagt. Das mit L mehr ist immer dasselbe Bild, egal was sich auf der Oberfläche abspielt. Egal, ob da jetzt ein leichtes Kräuseln ist, ob da Schiffe drüber fahren, ob das Yachten sind, Segelschiffe, ob da bloß ein paar rumschwimmen, egal was auf der Oberfläche ist, das Mittelmeer ist immer dasselbe Mittelmeer. Der immer ist, ist immer derselbe Geist. Das bist du. Deine Informationen verändern nichts an dir selbst. Nein. Also gut, in dieser Seelenlehre, demzufolge alles Wissen in der unsterblichen Seele im Meer schon vorhanden ist. Ja. Wenn du träumst, muss alles aus dir kommen. Hör dir das immer wieder an. Aber bei der Geburt als Brösel vergessen wird, den metaphysischen Hintergrund bildet die Präexistenzlehre. Können wir jetzt auch wieder, ich spreche jetzt nur ganz kurz hier den Calvinismus an. Ja. Die besagt, dass die Seele schon vor der Entstehung des Körpers, das Existieren habe ich jetzt absichtlich violett gemacht, weil die Seele niemals existiert. Ja. Dann wäre es ja ein Tier, es ist aber ein Geist. Ja. Darum habe ich das jetzt violett gemacht. Das ist jetzt schon mal das verkehrte Wort. Gott existiert nicht. Und über die geistigen Fähigkeiten verfügt. Nach dieser Theorie, das ist keine Theorie, das ist ein hundertprozentiges Faktum, erschafft der menschliche Intellekt kein neues Wissen, weil er rezitiert ja bloß Schwamminhaltsthese, sondern erinnert sich, das macht nicht der Intellekt, das ist der Geist, erinnert sich wieder, wenn er ein träumender Geist ist, dass er ja vor dem Bücherregal steht, dass der eigentlich JCH ist. Ja. Dass alles, was aus ihm herauskommt, in ihm drin ist und dass da nie was in sich verändert, in ihm selbst, das Göttliche in dir ist, wie mein Symbol des Internets, das unendlich viele Internetseiten beinhaltet, ist aber bloß ein allereinziges Internet. Aber in Form eines Kontinuums, eines lückenlosen Zusammenhangs. Und egal, was wir jetzt an Gedanken wenden, was wir für Seiten aufschlagen, welche Bücher mir reinschauen, egal in was für eine Welt, Bilder aufgeschmissen, weil im Mittelalter, in der Zukunft, egal was, es ist alles gleichzeitig in dir drin. Das steckt hier im Hintergrund. Das erklärt die Holophilik dann arithmetisch präzise. Ja. Das Wissen steht der Seele zwar im Meer potenziell, das ist, wir haben hier zwei verschiedene, wir haben eine kinetische Energie, Bild, und wir haben das Potenz, die Potenz im Hintergrund ist das immer Gleichbleibende, das sich dabei nicht verändert. Ja. Und das ist das Meer selbst, das ist El Hayom, Gott, das Meer. Es verändert sich nur die Oberfläche. Genau. In dir, in diesem Punkt, da ist das Eigentliche. Gibt nichts anderes. Zur Verfügung. Sie hat aber für gewöhnlich keinen Zugriff darauf. Da musst du dich wieder erinnern. Das mache ich mit Holophilik. Dass du irgendwann begreifst, egal wie du dir ausdenkst, du träumst jetzt und egal was ein Antagonist in deinem Traum von sich äußert, es ist dein Wissen, er kommt aus deinem Wissen. Es ist eine Figur, die von dir geträumt wird. Ja. Es ist wie wenn ich sage, du bist ein Autor. Du schreibst einen Roman. Ich wiederhole immer dieselben Beispiele. Dann muss dir klar sein, dass die komplette Geschichte, die muss dir einfallen oder die muss in dir auftauchen. Jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Ja. Du setzt zwangsläufig den Beginn, den Ursprung allen Seins als normaler Mensch ausgedachterweise nach oben, Gott im Himmel oben, der mir was einfallen lässt, oder diese El Hayom-Metapher, das, was in mir auftaucht. Der absolute Mittelpunkt bist du selber, der ist nicht oben oder unten. Das sind schon wieder ausgedachte Sachen. Genau. Okay, und du kriegst den Zugriff mit Holofeeling. Ich werde dich inspirieren ohne Ende. Ja. Ein Zugang entsteht, wenn das vergessene Wissen durch äußere Anstöße wieder in das Bewusstsein zugerufen wird. Äußere Anstöße ist jetzt, wenn ich als Udo in dir auftauche. Ich bin jetzt ein Gedanke, den du dir ausdenkst und ich erinnere dich dann, dass ich jetzt aus dir komme, dass ich eigentlich in dir drin bin. Ich gehe noch einen Schritt weiter, dass ich eigentlich du bin, wenn du mal weißt, was du bist. Ich erkläre dir, dass du ewiger Geist bist, dass du ein Gott, ein Gotteskind bist, ein Adam. Ja. Das ist nochmal kein religiöses Geschwätz. Durch die Anstöße, die ein Lehrer gezielt gibt, erinnert sich die Seele wieder des Lernenden. Das heißt, der Lernende ist jetzt nicht der Brösel, an den du denkst, sondern was ich Geistesfunk nenne. Nur der Beste. An etwas, das ihr eigentlich im tiefsten Innern B-Rei im Kopf des Schöpfergottes vertraut ist. Vertraut hast eins machen zwischen Mann und Frau. Ja.
Bla, dann hörte die bla, 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 bla. Okay. Aha. Schau, nochmal dieselbe Stelle. Bis zum unendlichen Wissen. Ich sage mal, stell dir vor, du bist selber das Internet und für wie viele Seiten von dir selber interessierst du dich? Ist ja du bist das Internet, du bist Gott. Du bist unendlich viel Wissen gleichzeitig. Das ist in dir. Ja. Denk jetzt das Internet wirklich als Gott, als unendlich viel Wissen. Als Uni, nenne ich jetzt hier immer wieder dieselben Geschichten. Ja. Schau, wir wollten eigentlich bloß jetzt ein bisschen in das Obskure rein. Wir haben jetzt die Kamera zuerst gemacht. Mhm. Und du siehst, da steht es alles drin. Steht alles drin. Ja. Und jetzt kriegst du den Kamerarius. Da haben wir immer den Ari. Mhm. Wir sind Arier. Sich ja. In die Höhe hinaufwinden, das bezieht sich jetzt wieder darauf. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der AUB hin zu dem Schöpfer UB und das ist der Ruach, der Wind. Hinaufwinden. Ruch ist ja auch die vier Weltgegenden, das ist das Zentrum. Ja. Das ist jetzt einmal so eine Kleinigkeit und jetzt schauen wir uns einmal das Obskur an. Das ist erst einmal die Verdunkelung, die Verfinsterung. Was ich immer wieder sage, du kannst das positiv und du kannst das negativ lesen, weil da passiert jetzt was ganz Interessantes. Schau mal, da steht schon mal, wenn ich die Verfinsterung mache, das Finster. Ja. Da steckt dieses SDR schon wieder drin. Ich SDR, das Geheimnis. Das F sagt immer, sind Facetten. In diesem Geheimnis, in diesen Ecken. Du kannst es natürlich auch im Lateinischen als Finis, als das absolute Ende nennen. Ja. Finitus. Absolut, ja. Dieses Dunkel, immer wieder das Rot-Blau lesen. Lies die Sachen bitte nicht bloß rot. Denk an das schwarze Loch, wo sich alles in einem Punkt, alles vereinigt sich in einen allereinzigen Punkt. Jo. Das ist einmal das Erste. Aber das Ganze wird sehr interessant, wenn wir uns zuerst einmal wieder hier das Ganze anschauen. Wir haben hier zuerst einmal von hier ein Ob. Der Bewegung gegen hin, hinein, hinzu, nach. Habe ich nicht gesagt, das schwarze Loch saugt alles in sich ein? Alles. Da ist Physik, alles wird eins. Ja. Die Implosion. Genau so ist es. Wir haben natürlich hier, wenn wir jetzt eine Frau einen Arm dazu machen, dann kriegst du ein Hin- und Hergehen, ein Herumgehen, ein Herumspazieren. Ja. Das ist immer die Seiten. Das ist, wir haben nicht nur zwei Seiten. Ich weise immer wieder darauf hin, zwei Seiten, vier Seiten und so weiter und so weiter und so weiter. Unendlich. Unendlich. Infinitus. Das ist natürlich hier sehr interessant. Jetzt kriegst du den Pflastertreter, den Dagedieb, das Licht eines Affen. Ja. Zu einem Affen werden. Ja. Können wir das lesen? So eine Affinität. Das Ganze ist sehr skurril, ein Bossenreißer. Das große Problem ist, ich glaube, die verstehen ihre eigenen Schätze nicht. Das ist, ich finde zum Beispiel, wenn ich immer sage, unser Professor Lesch als Beispiel, das ist ja so ein knuffiges, lustiges Kerlchen, bloß er weiß nicht, wovon er spricht. Ja. Das ist das, was ist. Meinst du, dass irgendeine Figur in deinem Traum weiß, wovon sie spricht? Lebst du wirklich in dem Wahn, dass du glaubst, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, und wohlgemerkt, ich rede jetzt mit dem Geist, der sich das Gespräch ausdenkt, meinst du, dass der Uder, den du dir jetzt ausdenkst, wüsste, wovon er spricht? Ich weiß davon. So ist es. Aber niemals ein Gedanke. Nein. Das kann eine Andrea nicht wissen, auch nicht der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst. Es ist nur der eine, den Traum erlebt, nur der Geist, der träumt. Das ist auch der einzige, den ich wach machen kann. Der sich ständig verändert, ich kann dich ganz anders verändern noch. Darum sage ich immer wieder, wenn du jetzt schon an dich denkst, denk dich als träumenden Geist und dann wirst du feststellen, als träumender Geist ist dein Körper deine ständig wechselnde Information. Eine ganz einfache Aussage. Und du wirst dann merken, dass in vielen Kleinigkeiten, wenn man reingeht, können dann immer wieder, wenn du meinst, das sind Fehler, und du meinst, du hast dann Fehler entdeckt. Nochmal, Fehler heißt zuerst einmal, da fehlt etwas zur Vollkommenheit. Ja. Und hör auf, Gedanken von dir zu bewundern. Zolle ihnen Respekt.
Das sind Respiegelungen deines eigenen Wissens, aber das sind winzige Facetten. Immer dran denken, du bist das Internet. Ja. Was von dir weißt du, wenn du jetzt meinst, du nimmst irgendein allereinziges Programm raus aus dem Internet? Oder aus YouTube, wenn ich immer wieder darauf hinweise, YouTube ist eine einzige Internetadresse, ist wieder ein Chat, eine Kollektion von Millionen und Abermillionen von Filmen. Unendlich, unglaublich. Und das Wort unendlich ist unendlich und eins ist dasselbe, nur gespiegelt. Das eine ist all und das andere ist la. Beides heißt nichts, aller. Ja. Das Nichts, nichts nenne ich das in Ich bin du. Du brauchst einen Unterschied, um was wahrnehmen zu können. Dieser Unterschied kann zum Beispiel ganz abstrakt aus zwei verschiedenen Nichts-Vorstellungen bestehen. Ja. Wir können immer, selbst das Nichts können wir uns auf zwei verschiedene Art und Weisen denken. Eine absolute Implosion, ich sage immer, der Urknall, bevor er geknallt hat, wo sich alles in einem Punkt befindet, unendlich viel in einem Punkt befindet. Ja. Das ist die Implosion. Oder wo mir ein Ding in unendlich viele Teile kaputt machen, zerspringen lassen und um uns herum in einem unendlich großen Raum unendlich viele Teile verstreuen, das ist La. Das ist La. Allah. Beides ist nicht vorstellbar. Es sind zwei verschiedene Arten von Nichts, zwei Bewegungsrichtungen. Jetzt habe ich immer ausgedacht, weil von wo nach wo bewegt, ich muss mir es immer vorstellen, ich muss mir es ausdenken, egal was du denkst, aber egal was du dir ausdenkst, wohin du dir das denkst, räumlich wie zeitlich, es ist hier und jetzt in dir drin. Das ist alles sofort überprüfbar. Ja. Selbst wenn du jetzt aus deinen Augen herausschaust, großer Trugschluss, du solltest einmal wirklich ein Videospiel mit einer VR-Brille aufsetzen, jetzt als Brösel und der Brösel, um dir bewusst zu machen, wie trügerisch das ist, wenn man auf eine VR-Brille, wenn ich immer so auf eine VR-Brille draufschaut. Und wenn man hier den technischen Stand ausreizt, das habe ich oft ausgesprochen, jetzt wirklich einmal normal auf der Brösel-Ebene gesprochen, es ist möglich, dir eine VR-Brille aufzusetzen, wo du, wenn du jetzt die aufnimmst, wenn man das Zimmer, die Geburt im Meer, wenn man das jetzt diesen Blickwinkel, wo du hast, wenn ich den perfekt nach heutigen Stand der Technik, mache ich 2022, wenn ich das nach heutigen Stand der Technik auf eine VR-Brille lege, siehst du fast praktisch keinen Unterschied mehr zwischen der Brille und wenn du die Brille runter machst, normal gedacht, solange du noch glaubst, das ist da aus. Aber dann weißt du, wenn das Ding auf ist, dass das von innen, vom Computer, vom Chip angesteuert wird. Ja. Und jetzt wird diese Realität der Traumwelt eine vollkommen neue Dimension. Absolut. Und dann ist all das, wo du dich jetzt reinsteicherst aus Medien und Passien, wird so belanglos, so unendlich belanglos. Unglaublich. Aber du kannst jetzt nicht sagen, denke es einfach nicht mehr, weil wenn du, dann lehnst du schon wieder was ab. Ich sage, du darfst es ablegen, wenn du es durchschaut hast. Ja. Das ist wie mit Kinderspielsachen. Du wächst irgendwann einmal heraus, du hörst auf, dich über so einen Bibifax aufzuregen. Du hörst auf, irgendwelche Schwätzer zu bewundern, weil dir klar ist, egal was die dir erzählen, dasselbe sage ich in der Esoterik. Wir können jetzt mal ins Internet gehen, jetzt bewusst ausgedacht und dann machen wir die ganzen Lebensberater. Egal was es ist, das sind zuerst einmal die Coach, die Trainer, dass du mehr Geld verdienen kannst, das ist eher Sackgasse. Dann machen wir die das Ganze im esoterischen Sinne machen, dass das Bewusstsein erhoben wird. Und die verlangen dann Geld dafür, weil die brauchen, die erzählen dir, hey, du bist ja bloß Geist, wie ich immer wieder sage, wenn sie ihr Müsli reinessen, all das ganze Zeug. Oder was gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, egal was dir einer erzählt, jetzt normal gedacht, der erzählt dir das, weil er irgendwas nachplappert. Das Wissen, das die vermitteln, das kannst du überall nachlesen, ohne dass du Geld dafür bezahlst. Du meinst immer noch, du brauchst irgendjemanden, dass du frei wirst oder dass dir besser geht. Nein. Dann wirst du immer ein geistlos nachäffender Affe sein. Und dann kommst du vielleicht einmal auf die Idee, wenn du jetzt ein Weibchen bist und ein Kind kriegst, dass du plötzlich sagst, hey, ich darf das Kind ja nicht an meine Brust legen. Milch ist nicht vegan. Ob das gut ist für das Kind, ist es kein... Das ist doch so. Muttermilch ist nicht vegan. Oh Mann. Das kann doch nicht gut sein für das Kind, oder? Oder du diskutierst mit Leuten rum mit dem ganzen Genderwahn. Ich wiederhole nochmal, du bist Geist. Ein Geist ist weder ein weiblicher noch ein männlicher Trockennasenaffe. Er spielt die Rolle dieses oder jenes. Aber das ist ein Spiel, ein sehr lehrreiches Spiel.
Das ist kein Science-Fiction. All das, immer wieder die Betonung, das, was ich dir erkläre, wenn du die Gedankengänge mitgehst, wird dir irgendwann einmal einleuchten, dir Geist, dass das alles 100% sicher ist. Ja. Ja. Wenn einer diskutieren will, hat er nicht zugehört oder ist eigentlich bloß eine Maschine, der kein Verständnis hat für irgendetwas. Ja. Und das sind alle einseitigen Recht haben. Ja. Wir können so viele Spiele durchspielen als Brösel und der Brösel, wo ich sage, lass uns von dem reden, was hundertprozentig sicher ist. Und dann müssen wir bloß von dem reden, was jetzt da ist. Ja. Das ist, wenn ich sage, das Wissen, das du in die Vergangenheit dir denkst, ist etwas, was du vom Hören sagen kennst. Hätte man dir was anderes erzählt, dann würdest du dir was anderes denken und das verteidigen. Ja. Auch die Schulmedizin, all die ganzen Homöopathie, egal um was es geht, das Thema, ob das richtig oder verkehrt ist. Ich sage zu dir jetzt erst einmal, für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ist so. Es wird, du kannst, und jetzt kommt es eigentlich Wesentliche, dass du auch das, was du im tiefsten Innern glaubst, verwirklichst. Ja. Kriegst du einen Atomkrieg von mir, wenn du Angst davor hast, du musst dich bloß genug reinsteichern? Wirklich so. Du kriegst deine ganzen Krankheiten, die du dir einreden lässt von den Ärzten, die vollkommen unnötig sind. Ja. In der nächsten Welt brauchst du in dem Sinn keine Ärzte. Nee. Der Heilungsprozess von Geist ist zu wissen, dass ich im Meer immer heil bin, egal was ich an meiner Oberfläche abspielt, an mir verändert sich dabei doch nichts. Ich kann auch nicht zerstört werden. Wie definierst du heil? Heil ist nicht gesund. Nein, einfach. Das Prinzip muss man verstehen. Ja, aber jetzt bin ich doch krank, jetzt habe ich doch Schmerzen, es ist doch dieses oder jenes. Ja, einseitig. Es ist die Krankheit und die Gesundheit. Das ist ein ganz, ganz hohes Spiel, wenn wir uns die Wörter anschauen. Das hebräische Wort Krankheit heißt das Weltliche. Weltlich. Das Weltliche Denken. W-I-L-D ist der polare Rand. Ja. Das zerreißt dich, das macht dich kaputt. Aber ja. Ist jetzt das was Negatives, wenn ich träume? Ist es was Negatives, in ein Kino zu gehen und sich einen Film anzuschauen? Ja. Ist es was Negativ, ein Buch in die Hand zu nehmen, Worte anzuschauen und sich selber zu einem Kino zu machen? Es passiert doch nichts anderes, wenn du einen spannenden Roman liest. Und jetzt kommt auch noch eine Erkenntnis, dass Romane, ich kann immer wieder nur jetzt so weltlich, halbweltliche Sachen aus deinem Erfahrungsschatz deines jetzigen Lebens nehmen. Wenn du zum Beispiel sehr gern Bücher liest, dann musst wirklich, und da haben wir immer wieder Seiten, wenn du, ich mache mal eine Udo-Geschichte als junger in Jahren, ich mache jetzt absichtlich wieder mal eine Brösel-Geschichte, jenseits von Eden, John Steinbeck. Aha. Ein Klassiker, ein alter Klassiker, entstanden, den habe ich als junger Bursch, habe ich das Buch gelesen. Eigentlich viel zu jung für das, um das zu verstehen, was da drin ist. Und ich war so begeistert. Und dann wollte ich unbedingt, wie es dann Kassner, da gibt den Film, wollte ich den Film sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt den Film gesehen und ich hätte nicht gewusst, dass das diese Verfilmung ist, mir wäre das gar nicht aufgefallen, weil speziell in dem Film die Grundmetapher in diesem Buch filmisch dargestellt wird, aber es ist fast nicht erkennbar, was man alles erlebt, wenn man das Buch liest. Ja. Auch mein krasses Beispiel hier, ich mache mal so Muster, wo fast jeder kennt, Papillon. Wenn du den Film siehst und du liest das Buch, das sind Welten. Das Buch ist tausendmal intensiver und realer, wenn man sich da reinfahren lässt, wie wenn du den Film im Kino anschaust. Das ist wie Holofeeling, wenn du liest, das ist intensiver. Ja. Das ist wie bei Holofeeling-Büchern, wenn du die liest. Und im Namen der Rose. Ja, das ist, wenn man das sind so gerade die Ego-Bücher. Im Namen der Rose, der Film ist ein ganz toller Film, wenn man den sieht. Wenn wir zwei jetzt einmal uns die Mühe machen würden und wir würden im Namen der Rose das Buch nehmen. Ah. Das Buch ist tausendmal intensiver und tiefer, vor allem in Bezug auf Holofeeling. Ich habe das ein paar Mal angesprochen, noch diese Figur des Salvador. Ja. Dieses Verrückten hier, Rob Irwin. Als Schauspieler jetzt ausgedachterweise, das ist so eine tragende Rolle, der alle Sprachen, keine Sprache gleichzeitig spricht. Genau. Der hier so als Verrückter dargestellt wird, aber eigentlich ein Sinnbild ist für den unbedarften Geist. Ja. Der noch nicht weiß, wie man wurde, ein Riesengemisch von Wissen, das er in sich mischt, ohne zu wissen, wie man es richtig zusammensetzt. Genau. Das bleibt, man kann das ja gar nicht darstellen. Das ist also, Worte können so unendlich tief gehen und ich weise nochmal auf die Spiegelung hin. Ein Wort, sage ich immer, kannst du tausende von Seiten an Gedanken aus einem Wort heraus generieren, wenn ich immer einfach gesprochen, wenn du nicht aus einem Wort mindestens ein 400-Seiten-Buch machen kannst, kannst du den Hochkomplex eh nicht verstehen und darum geht es jetzt nicht in deinem Leben. Das heißt, ein Wort
Ich sage jetzt zum Beispiel bloß Baum. Genau. Weißt du, wie viele Bilder in diesem einen Wort drinstecken? Unendlich. Und ich sage jetzt München. Unendlich. Du musst jetzt, denk wieder an die Küche. Ja. Wenn wir uns jetzt München vorstellen, egal welches Bild du machst, egal in welche Wohnung, egal in welche Schublade du in einer Wohnung rausziehst, das ist in dem Ordner München. Ja. Wenn wir das als eine Ordnerstruktur sehen. Ja. Jetzt kann man das Ganze noch verschieben, weil ich kann mir jetzt auch München 1900 oder 1850 denken. Und dann haben wir immer noch München, sind wieder andere Bilder drin. Ja. Das ist das, wo ich sage, das platzt auf. Das Wort München oder das Wort Baum, diese Bäume kann ich fotografieren und jeden Baum doch von anderen Perspektiven. Als Pflänzchen ausgewachsen, mit Blätter, ohne Blätter, wenn es Laubbäume sind, ist alles in dem Ordner Baum drin. Ja. So, also ein Wort besteht aus unendlich vielen Bildern. Absolut. Jetzt drehen wir das rum, jetzt gehen wir in die Welt der Bilder. Ein Bild. Jetzt mach einfach irgendeine Fotografie einer Landschaft und jetzt fangen wir an, das mit Worten zu beschreiben. Und dann wirst du feststellen, ein Bild, ein einzelnes Bild besteht aus unendlich vielen Worten. Umso genauer ich das beschreibe, umso mehr Worte muss ich machen. Du kommst aus diesem Prinzip der Spiegelungen nicht heraus. Und was mir jetzt eigentlich erst einmal wichtig ist, dass du begreifst, du brauchst ein vollkommen neues Denken. Du kommst mit deiner Einseitigkeit, ich brauche Geld zum Überleben, ich will gesund sein, ich will glücklich sein, bla 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 bla. Das ist ein Programm, das dir Gedanken aufzwingt, die sich wiederholen und du wirklich immer wieder wiederholst und immer wieder denselben Scheiß auf den Leim gehst. So, ja. Und dann kommt wieder der Zweifel, ich sage immer, der Zweifel ist der Teufel und dann reißt du dich in Stücke. Und jetzt komm einfach mal in die Ruhe. Darum kommt mein Cup, ist so wichtig. Ja. Du bist nur getrieben von deinen Ängsten und von deinen Wünschen. Und Macht, die du über dich geschehen lässt, das ist einfach, dass ich Leute in dir auftauchen lasse, Leute mit ihm, Tode eigentlich, Figuren, meistens nur Pixelmännchen oder irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, weil du eine Zeitung liest, die von dir erschaffen werden und von denen lässt du dir eine unendliche Angst einreden. Du lässt dir von deinen eigenen Gedanken eine Angst einreden, weil es sind Geschöpfe von dir selbst. Von dir selber. Politiker sind Geschöpfe von dir selbst. Die haben ja keinerlei Macht. Die können doch nur existieren, wenn du sie denkst oder auf die Verabrille holst, indem du sie realisierst. Ja. Wenn du meinst, du hast der Wehwehchen und du musst zum Arzt rennen. Du denkst dir einen Gedanken aus und der soll dich jetzt gesund machen. Das ist eine totale Selbstvergessenheit in Bezug auf den Geist, der du bist. Du hast dich selber degradiert. Es ist so eine Sache mit Geist, eine Welt oder Menschen, die mit Geist nichts zu tun haben wollen, weil sie ja hundertprozentig sicher wissen, dass sie sterbliche Säugetiere sind. Und wenn sie sterben, wenn sich ihr Körper auflöst, gibt sie es ja sowieso nicht mehr. Klopf die doch in die Donne, lass die einfach, das ist Beiwerk. Verstehst du, das sind für mich KIs in einem Videospiel. Dummies, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ist das nicht die Elite deiner Welt? Ist das nicht die ganzen Politiker, die ganzen Banker? All das, die dem Geld nachgieren, die der Macht nachgieren, die meinen, die können die Welt besser machen, der Wahn der Menschen, die glauben, die können eine göttliche Schöpfung besser machen, wie Gott sie erschaffen hat. Auch die ganzen religiösen Menschen können dazu. Wie kann Gott sowas zulassen, weil sie ja genau wissen, was richtig ist. Wie kann das Gott zulassen? Dass das alles ganz anders sein könnte, das muss dir in den Sinn kommen. Und das kann bloß dir, wohlgemerkt, dir in den Sinn kommen, nicht irgendein Affengehirn. Nein. Ja. In deinen Sinn, der Sinus ist wieder der Sinn deiner Gedanken, wenn du musst dir das da mal so denken. Ja. Ja. Ja, ja, man kann immer nur ja sagen, wenn man das versteht. Ja. Du musst da nichts, lass die Wunder lasse ich in dir auftauchen, wenn du mir vertraust. Und solange du immer noch mehr deiner Logik vertraust, die nicht deine Logik ist, nochmal, dein Intellekt, deine Meinung, egal um was es geht, ob es um Politik geht, ob es um Religion geht, gesteh dir endlich einmal ein, dass du keine eigene Meinung hast. Du hast dir ein Virus eingefangen. Deine religiöse Einstellung, deine Meinung zur Religion im Allgemeinen und im Besonderen ist etwas, was du nachäffst. Es ist irgendwie in deiner Logik von außen, von deiner Welt, von Menschen da außen, das erste Programm, was du dir eingefangen hast. Deine Meinung zur Politik, deine Meinung zu schön oder zu hässlich, zu gesund oder ungesund. Wie war das gerade mit veganen Essen? Du äffst irgendeine Einseitigkeit nach. Und ich kann immer wieder nur sagen, egal was du mir jetzt als deine ursprüngliche Quelle deines Wissens nennst, egal welches Buch oder welche Internetseite, wo du geistlos rezitierst,
du mir zeigst. Ich zeige dir zum selben Thema 1000 Seiten, die zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behaupten. Jo. Zum Beispiel, was ist die Welt? Eine Scheibe, eine Kugel, eine Hohlkugel, eine Matrix? Käsewürfel. Ist das Weltbild der Käsewürfel? Ist es heliozentrisch, geozentrisch, ägyptisch, ptolemäisch? Du glaubst gar nicht, was da in deinem Kopf abgeht oder Farbenlehren. Was, ja. Die judische Farbenlehre, die goethische Farbenlehre, gib mir mal Farbenlehre ein, das Thema hatte ich vor hier und jetzt ausgedachten Jahren schon. Ja. Du kriegst ratzfatz, kommst du auf 40, 50 verschiedene Farbenlehren, die in sich geschlossen alle irgendwie logisch sind. Ja. Das geht ohne Ende, wenn du einmal anfängst, dich wo rein zu fokussieren, iterieren mir wieder vollkommen neue Systeme heraus. Ein ganz simples Prinzip. Wenn du mal dich beschäftigst, wie Hologramm funktioniert, ja. Das sind lauter so Sachen, Hologramme, dann brauchen wir kohärentes Licht. Kohärentes Licht ist etwas, was in deiner jetzt ausgedachten Naturwissenschaft vor der Quantenmechanik gar nicht existiert hat. Das ist immer eigenartig, das kohärente Licht ist ein Hirngespinst. Das Licht als Ding an sich, das sich durch Raum und Zeit bewegt, ist ein Hirngespinst. Genau. Licht ist was ganz was anderes. Genau. Licht ist weder Wellen noch Teilchen, das sind Vorstellungen. Das Licht bist du. Du bist das Licht. Die Lampe im Projektor, wie ich das nenne. Licht ist Energie, ist Geist. Nur verschiedene Wörter für ein und dasselbe, für etwas, was ewig ist, was weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Ja. Aus dem alles entspringt. Ja. Das ist Licht. Ja. Die Fehler in den Physikbüchern gehen einfach populärwissenschaftlich, der Einstein, nichts ist weniger oder mehr missverstanden worden wie Einstein. Das beginnt mit dem Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von Gott, hast, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich betone nochmal, du bist ein Gott, du bist als bewusster Denker der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Da gibt es nichts so unglaublich, nee. Das jetzt klingt. Das kannst du sofort überprüfen. Ja. Schau einfach, was in dir drin ist. Schau deine Informationen an. Und nochmal, auch auf der VR-Brille ist auch sinnlich wahrgenommene Information, kommt genauso aus dir. Ja. Und du brauchst ein Programm. Du brauchst einen Intellekt. Und jetzt schalten wir um auf die Intuition. Das ist ja im Spiegel, dass du jetzt mit der Intuition, habe ich im vorhergehenden Selbstgespräch, habe ich da schon darauf hingewiesen. Genau. Genau. Dass das in dem in dem Kopf des Schöpfergottes passiert. Das passiert schon. Ja. Wir denken uns nur Sachen auseinander. Die können wir dann in unserem Sätzen verstreuen, können wir drehen, können wir verändern, alles Mögliche. Ja. Ein Pinsel malt ein Bild, der träumende Geist ist der malende Pinsel, der alles, was er aufbaut, erschafft. Und die Frage ist, wer ist der Maler? Wer führt den Pinsel? Da ist das dann mal Mal heißt von Gott. Im All. Ja, ja. Erweckt. Von Gott erweckt. Unsere Ecke. Ja. Dazu brauchen wir einen Intellekt. Wir brauchen ein Programm in unserer Computermetapher. Ja. Jetzt lassen wir es aber gut sein, weil ich erzähle immer dasselbe. Dasselbe im Hintergrund, aber nicht immer das Gleiche. Oberflächlich betrachtet mag es so aussehen, galt wie Wellen, dass das immer relativ gleich klingt. Aber ich variiere das in Facetten, das kriegst du auch irgendwann einmal mit. Ja, das kriege ich mit. Ich höre jetzt. Ich habe mir alle aufgespult, alle Selbstgespräche von 2021 und 2020, und die höre ich alle zurzeit durch. Alle. Das plötzlich und immer, keine Ahnung, gut, 200. Das sind immer wieder Sachen, wo man meint, wenn man nur so hin, ach, der erzählt ja schon wieder dasselbe, nee, dann hörst du nicht genau zu. Nee. Das ist immer angepasst auf deine persönliche Reife übrigens. Ja. Das ist ja, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Darum ist auch jetzt wichtig, dass das, was du jetzt aus den Worten, die du wohlgemerkt dir selber ausdenkst, du träumst jetzt, ohne dass du einen Einfluss drauf hast, was du jetzt aus den Worten machst, wie du die Worte interpretierst, bauen sich ja in dir Vorstellungen auf. Ja. Permanent auch mit Währungen, das stimmt, das ist richtig, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Das Geschwätz solltest du komplett in dir abstellen. Ja, das erfordert Selbstdisziplin. Eine Disziplinierung des eigenen Selbst ist ein innerer Akt. Dass man zuerst einmal den Fokus verlagert, inwieweit reagiere ich unbewusst. Du darfst gern reagieren, aber es muss ein Bewusstsein da sein, das merkt, dass du jetzt bewusst reagierst. Das ist sehr interessant, dass du jetzt eine Äußerung hörst von irgendeiner Figur in deinem Traum und dir wird bewusst, dass du jetzt negativ oder positiv innerlich Beifall klatscht oder ob du sagst, was ist das für ein Scheiß. Dann beginnt Bewusstsein, wenn dir bewusst wird, wie du reagierst auf diese Reizauslöser.
Kann ich komplett nachvollziehen, genau. Die wirkliche Meditation und wie blind man wird, wenn man hier Liebe macht blind, aber nur die blaue Liebe, die rote Liebe. Nur die blaue. Die rote Liebe, was ist blaue Liebe? Blaue Liebe ist eine fokussierte, einseitige Liebe, wo du dich auf irgendein Objekt deines Begehrens fokussierst. Das kann jetzt auch irgendwie ein Film sein, der Computer, irgendwas, ein Interesse für irgendetwas. Das liebe ich. Das ist jetzt für mich von Interesse, ein inneres Dasein. Ja. Wobei das Esse haben wir ja auch hebraisiert, heißt es Tun, Machen, Handeln. Das ist ein Faktum, ein hundertprozentig sicheres Faktum, eine Tatsache, dass du jeden Gedanken, den du neu denkst, etwas Neues in dir erschaffst und dabei im selben Moment praktisch deine Information austauscht und die bestehende Information zerstört. Das ist das Faktum. Und das ist egal, was du jetzt de facto denkst, es ist, weil du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Und egal, wo du dir das räumlich und zeitlich jetzt hindenkst, es ist trotzdem hier und jetzt deine Information. Das ist das Faktum. So, und jetzt lass dir von Physikern oder angeblichen Geologen erklären, was für die Fakten sind. Das mache ich nicht mehr, dass geistlos ich mir von irgendwen erklären lasse. Geistlos Hirngespinste. Geistlos nachgeimpfte, selbst erschaffene Hirngespinste, weil man zu bequem ist, selber zu denken. Man denkt lieber nach. Genau. Das Ganze ist, die hängen dann an ihren Fernseher, glotzen in den Fernseher oder schauen auf Fetzen Papier. Papi erweckt jetzt diesen ganzen Wahnsinn in dir. Und das nennst du dann Nachrichten, nach denen du dich richtest. Und das sind alles Einseitigkeiten, verlogene, dich in die Irre führenden Einseitigkeiten. Das ist unsere Führerscheinprüfungsbogenwelt. Genau. Punkt. Punkt. Okay, es muss gut sein. Gut. Das hat mich sehr gefreut. Was sagt man jetzt wieder zum Schluss? Batsch.